Hallo zusammen, eine kleine Sonderfolge hier im Enjoy Your Bike Podcast Feed. Es geht heute ausschließlich um den Verein Erlebnis statt Ergebnis und ich habe auch gerade eben mit Annika, Henning und André gesprochen. Das sind die potenziellen neuen Vorstände des Vereins zusammen mit mir. Wir werden ein Vierergespann bilden und am 24.11. um 16 Uhr ist die Vereinshauptversammlung. Und jedes Vereinsmitglied, man muss Vereinsmitglied sein, darf vorbeikommen und mitwählen. Und wird auch noch einiges anderes besprochen, natürlich wie das so bei Vereinshauptversammlungen ist. Und ja, wir haben jetzt eine schöne Aufnahme gemacht, wo sich die drei vorstellen. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall auch ein Gesicht dazu. Die beam ich hier gleich auf, oder werden hier gleich auf den großen Bildschirm gebeamt. Und ja, war ein schönes Gespräch, was wir jetzt gemacht haben vorab schon mal. Sehr, sehr kurz. Ich glaube, so eine halbe Stunde dauert es. Freut euch da drauf. Und kleine Ankündigung auch, dass wir dann im Nachgang der Hauptversammlung an dem Montag auch noch mal eine Folge aufnehmen werden, hier zu viert auf dem Sofa sitzen werden, viele, viele neue Ideen besprechen. Will ich gar nicht so viel verraten. Also der Verein wird sich da noch mal viel, viel weiterentwickeln, teilweise neue Ideen, die wir so bisher noch nicht gemacht haben. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Für alle, die den Verein noch nicht kennen, www.erlebnis.me, die Webseite seht ihr hier hinten auch im Hintergrund. Da oben kann man dann auch rechts klicken, wenn man Mitglied werden möchte. Ansonsten guckt euch mal die Fotogalerie an, einfach unter Ausfahrten gehen. Da seht ihr viele, viele tolle Ausfahrten, die unter den Vereinsmitgliedern schon stattgefunden haben und auch in Zukunft stattfinden werden. Auch das wird mehr, viele Guides, da sprechen wir auch so ein bisschen nebenbei gleich nochmal drüber. Also nicht wundern. Kleine Sonderfolge jetzt in den Herbstferien. Passt auch ganz gut. Wir hätten sonst Sendepause gehabt. So habt ihr wenigstens noch mal eine halbe Stunde was zu hören jetzt. Und ja, dann sehen wir uns spätestens wieder Ende Oktober ungefähr mit André in alter Besetzung. Also, viel Spaß. Heute eine Kooperation mit unserem Erlebnis statt Ergebnisverein. Die Folge wird sozusagen doppelt aufgenommen, beziehungsweise nur einmal aufgenommen, doppelt gesendet. Ich habe vom Erlebnis statt Ergebnis hier drei wichtige Personen auf dem Bildschirm gebeamt. Henning, André und Annika. Und ja, die heutige Sendung ist eigentlich so eine kleine Sendung, wo wir so ein bisschen über den Verein sprechen, über die Zukunft des Vereins, über die nächste Hauptversammlung und insbesondere über die neuen Vorstände, weil wir ja den Verein vor 2-3 Jahren, Dan und ich, gegründet haben. Und jetzt so ein bisschen damals ja eigentlich auch schon gesagt haben, wir fänden es richtig, richtig cool, wenn der so eine Eigendynamik aufnimmt und irgendwann da Vorstände vielleicht sich auch finden, Leute finden, die den Vorstand machen. Und da hat sich jetzt über die 2 Jahre, zwei Jahre sind es jetzt mittlerweile, wirklich ein tolles Gebilde gebildet. Und insbesondere deshalb, weil, ja, viele wissen es auch, Dan hat wenig Zeit, hat jetzt sein Bikefitting-Studio. Ich konnte mich auch nicht immer zu 100% um den Verein kümmern. Und hier sind jetzt drei der federführenden Menschen im Hintergrund, die eigentlich alles am Laufen gehalten haben. Das zum einen, also sich um viel Tagessachen gekümmert haben, gleichzeitig aber auch den Verein richtig vorangebracht haben. Also wir haben wirklich tolle Sachen im Hintergrund gemacht mit der Kampai-App, mit vielen Ausfahrten. Die Webseite musste gepflegt werden. Tausend andere Sachen, tausend neue Ideen, Kontakte geknüpft, einen eigenen Podcast, den Erlebnis statt Ergebnis Podcast, den man übrigens öffentlich auch aufrufen kann. Also alle, die jetzt hier reinrutschen, weil sie Enjoy Your Bike Podcast-Hörer sind und den Verein noch nie gehört haben, und da gibt es halt auch einen Podcast. Und ich kann euch das nur ans Herz legen. Erlebnis statt Ergebnis ist ein Verein, würde ich sagen, for the rest of us. Also alle, die einen Radsportverein suchen, die Bock haben, mit anderen Leuten zu fahren und eben nicht irgendwie, ja, wir haben ja in Hannover ja auch Radsportverein und die will ich nicht. Ich will keinen Radsportverein schlecht reden, wenn man Rennfahrer ist und dieses Training und so weiter hat. Und das ist alles cool. Aber für viele ist das halt einfach auch too much und zu schnell und zu wenig Erlebnis manchmal. Und da springen wir halt rein.
Und in dieser Sendung heute, ja, reden wir so ein bisschen über den Verein. Und das Allerwichtigste ist, dass wir euch vorstellen, dass man ein Gesicht für euch hat. Es wird auch einen Podcast geben, wo ihr hier persönlich nochmal auf dem Sofa sitzt, und zwar nach der Hauptversammlung, wenn ihr dann hoffentlich alle als Vorstand gewählt seid. Aber heute schon mal, weil das ist ja so, wir haben jetzt, wie viele Mitglieder haben wir? 650, 700 schon? 750, krass. Ich war noch bei 650, 7. Ja, krass. Also 750 Mitglieder, die natürlich ja nicht alle zur Hauptversammlung kommen können, wollen und so weiter. Und dass man auf jeden Fall mal ein Gesicht kriegt. Und ganz, ganz wichtig für alle für euch da draußen, die im Verein mit drin sind, ist natürlich, ja, wer wird da gewählt und stehe ich dahinter? Und für euch, wir haben ja auch schon viel im Vorfeld gesprochen, ihr wollt ja auch, dass die Leute nicht ins Blinde dass ihr einfach nur ein Name seid. Ne? Ihr seid jetzt natürlich schon in der Öffentlichkeit im Podcast, werdet da viel gehört, aber heute hat man jetzt hier auch nochmal mit Bild alles. Ja, ich weiß gar nicht. Vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor, was ihr im Verein macht. Der Reihe nach fangen wir vielleicht mit Annika an, die jetzt auch gerade zufällig hier groß auf dem Bildschirm ist. Hi, ich bin Annika. Ich mache das jetzt seit, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahren, die Mitgliederbetreuung im Hintergrund. Das heißt, wenn jemand euch E-Mails schreibt, dann bin das ich meistens, natürlich in Absprache mit Henning und auch Andreas, der uns da im Hintergrund auch noch berät. Mache die komplette Kommunikation und Onboarding und Offboarding der neuen Mitglieder und kümmere mich um alles, was irgendwie kommunikativ reinflattert. Genau. Ja, und wer das nicht weiß, auch da nochmal ergänzend, weil vielleicht der eine oder andere Hörer, Hörerin das noch nicht so weiß, wir sind ja ein Verein mit einer Gemeinnützigkeit, eben kein Rennsportverein. Also man kann durchaus, oder das habt ihr auch gemacht, im Rahmen des zum Beispiel der Mecklenburgischen Seenrunde, wo jetzt auch eine Kooperation entsteht, dass wir da auf jeden Fall, ihr euch mit dem Verein anmeldet bei irgendwelchen Veranstaltungen. Aber es ist zum Beispiel, sind wir nicht im Bund Deutscher Radfahrer. Und allein dadurch konnten wir halt den Mitgliedsbeitrag auch sehr, sehr gering halten. Wir sind bei 24 Euro im Moment, also 2 Euro pro Monat. Nee, stimmt gar nicht. Doch, stimmt. sehr, sehr günstig, viel günstiger als Netflix. Und ja. Das ist halt auch wirklich so cool. Also man bekommt halt doch viel geboten dafür. Ne? Sicherlich eben keine Rennen, Radsportveranstaltungen und so weiter, wo man jetzt Rennen veranstaltet oder mit eine Lizenz ziehen kann. Aber auf der anderen Seite ist ja genau das, was man vielleicht als Hobby-Radsportler, Radfahrer nicht braucht. Und ja, und das ist letztendlich auch einer der großen Vorteile, die wir haben, dass wir eine große Community von 750 Leuten mittlerweile geworden sind und die die Kosten halt einfach nicht durch die Decke gehen. Und trotzdem, ja, gibt es jetzt viele, viele kleine Communities in der Campai-App. Ich kriege das mit den Ausfahrten. Also wenn ihr auf die erlebnis.me-Webseite geht, die ganzen Ausfahrten, die stattfinden, ist halt wirklich richtig viel und ja, in Anführungsstrichen fast kostenfrei, was man so mitmachen kann. Ne? Ja, dann würde ich jetzt mal rüber zu Henning geben, weil du bist auch, glaube ich, wahrscheinlich sehr, sehr viel auch dafür verantwortlich, dass die Webseite, dass da die Fahrten alle drauf sind, die ihr so macht und machen. Also auch viele Fotos zum Beispiel. Ja, irgendeiner muss die ja auf die Website bringen. Ja, moin, ich bin Henning aus Lübeck. Und 24 Euro im Jahr fand ich ein unglaublich günstiges Angebot, das ich einfach nicht abschlagen konnte. Und so bin ich Gründungsmitglied des Vereins. Und da ich jetzt inzwischen in Teilzeit bin und mitgekriegt habe, dass da auch viel zu tun ist, das war ja auch damals in der Gründungsphase, kam das ab und zu mal hoch. Ja, wenn Leute sich engagieren möchten im Verein, wir haben viele Aufgaben, habe ich gesagt, jo. Ich habe jetzt die Zeit und Communities finde ich eh toll. Also ich bin in anderer Sache in der Musikrichtung, deswegen trage ich auch viel Schwarz. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. bin ich auch lange Jahre schon seit 2009 in der Community. Und wenn es sowas fürs Radfahren gibt, also eigentlich eine Sache, wo Leute sich ja persönlich treffen, Musik hören kann man überall, da trifft man sich auf Festivals. Das fand ich eine tolle Sache und habe mich angeboten, da aktiv mitzuarbeiten. Das ging dann erst um den Bereich Homepage-Betreuung.
und Mitgliederbetreuung. Und ja, dann wird sehr schnell klar, dass im Backend eine Menge getan werden muss und irgendeiner sich auch um die Guides kümmern sollte. Also auf engagierte Leute, die in ihren jeweiligen Orten oder Bundesländern oder beziehungsweise anfänglich war es die Metropolregion, einen Fundus an tollen Strecken haben, die sie auch gerne anderen Menschen zeigen möchten. Und was gibt Schöneres, als dass ich sage, ich fahre mit Leuten, die Bock haben, meine schönsten Touren in meiner Region. Und der Gedanke, den finde ich einmalig. Und ja, der hat mich so gezündet, dass ich gesagt habe, da engagiere ich mich gerne. Ich bin in keinem Verein, sondern ich bin Community-Mensch und Community und Radfahren finde ich einfach hier. Ja, es ist unikat. Ich finde das nur hier so, wie ich das auch gerne haben möchte. Für eben 24 Euro im Jahr mit Gemeinnützigkeit. Tolle Sache. Ja, sehr schön. Und die Guides, auch da nochmal von meiner Seite großer Dank. Das ist ja, da stehen auch, glaube ich, schon noch welche in der Pipeline, die wollen, ne? Also wir haben das ja sehr vorsichtig angefangen, haben gesagt, Mensch, nicht zu viele Strecken, weil wir die Zeit nicht hatten. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du auch den einen oder anderen da noch in der Pipeline, der richtig Bock hat, ne? Ja, wir sind jetzt inzwischen bei, Annika, wir sind bei 30 ungefähr, ne? 30 Guides Oh, ich haben. weiß das jetzt gar nicht ganz genau. Wir hatten jetzt noch zwei neue Guides mit dazugenommen und das sind auch noch welche, die noch Bock hatten. Wir sind um die 30, ich glaube sogar 31 oder 32 aktuell. Nagelt mich nicht drauf fest. Ja, mit denen telefoniere ich dann anfänglich und höre mir das mal so an, warum sie das machen wollen und wie sie so unterwegs sind. Und das ist dann schon toll, die Geschichten zu hören und auch so die Motivation, warum die Leute das machen. Und wir haben einige Regionen, da ist es sehr erstaunlich, da sind viele Leute auf einem Haufen, also Hannover natürlich als Keimzelle des Vereins, da ist schon der ein oder andere. Aber auch so Berlin zum Beispiel hat eine Fülle von Guides. Es gibt aber auch tatsächlich Bereiche, wo wir sagen, da möchten wir gerne mehr haben, weil wir haben auch flächengroße Bundesländer, die für uns noch zu hell sind. Die sind nicht weiß, aber sie sind eben noch sehr hell und da gibt es tatsächlich noch was zu tun. Ja, und das ist vielleicht auch für die, die jetzt hier nochmal so neu dazustoßen, vielleicht wirklich auch ihren Verein suchen. Wir sind halt in ganz Deutschland aktiv, sogar außerhalb Deutschlands zum Teil, aber natürlich hauptsächlich in Deutschland, aber da schon überregional. Sicherlich mit so Punkten, wo immer mal mehr, mal weniger los ist. Und wenn ich das richtig verstehe, durch die Kampai-App kann aber auch jeder, der nicht Guide ist, einfach sagen, hier, ich habe da Bock zu fahren, hat jemand Bock mitzufahren? Also das ist ja die Kampai-App wird, glaube ich, auch gerade rund erneuert, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist vielleicht an der einen oder anderen Ecke noch nicht ganz perfekt. Man muss da so reinklicken und so weiter. Aber das ist schon cool, dass wir so ein Instrument haben, ohne irgendwelche datenschutzrechtlichen Probleme zu kriegen, wo Leute einfach sagen können, ja, ich habe Bock zu fahren, habe da Bock mitzukommen, sagt zu, sagt ab und so weiter. Ich sehe das auch immer hier im Raum Hannover manchmal und dann fahren da 3, 4, 5 Leute manchmal auch nur. Nur in Anführungsstrichen, und das ist schon cool. Und ich glaube, es gibt auch noch eine Dunkelziffer an Menschen, die sich irgendwo im Hintergrund vielleicht auch untereinander kennengelernt haben und dann öfter mal miteinander fahren. Ja, also es gibt das ein oder andere Bundesland, wo halt ein bisschen mehr los ist. Wir haben natürlich auch in den anliegenden Ländern ein paar Mitglieder, also Österreich, Schweiz, die Niederlande, in Belgien glaube ich nur eine. Aber ja, es kommen halt auch immer mal wieder Anfragen an den Vereinen, die noch nicht Mitglied sind. Habt ihr auch da und da sind da welche und kann ich mit denen zusammenfahren? Und na klar, wir sind jetzt halt nicht überall komplett vertreten, aber es gibt halt Leute, die sich dann zusammenfinden. Und also ich finde jetzt hier in der Region bei mir, in Berlin und Umgebung, ich habe jetzt ganz viele Leute kennengelernt, viele neue Freunde durchs Radfahren und durch den Verein gewonnen. Und wir treffen uns halt auch außerhalb der Kampai-App. Also wir schreiben uns dann natürlich regelmäßig und verabreden uns auch hier und da mal zu einer Ausfahrt nebenbei, abseits der offiziellen Touren. Also wir sind eigentlich fast jedes Wochenende irgendwo unterwegs. Und das ist dann halt schon ganz cool, ne? Ja, und dann ist als dritter Mann jetzt André noch mit dabei. Und ja, den hat man übrigens auch, dich habe ich übrigens auch gesehen, als du bei Jonas Deichmann den Ironman mitgemacht hast. Warst du mit unserem grünen Trikot ganz vorne dabei. Das ist aber auch wirklich witzig. Das grüne Trikot sieht man auch öfter mal, ne? Auf Fotos natürlich, Vereinsausfahrten, dann hier in Hannover auch, so im Augenwinkel mal eine Frau vorbeigefahren mit grünem Trikot, die ich dann aber nicht wiedergefunden habe. Also deswegen. Und du bist, glaube ich, maßgeblich, du hast, glaube ich, den Podcast auch so ein bisschen mit ins Leben gerufen, ne?
Genau, Ingo. Ich hoffe, ich bin zu verstehen. Ich hatte gerade schon ein bisschen Videoausfälle. Mein Internet ist immer noch das Problem. Die ganze Familie ist drin. Aber ich sage erstmal Hi aus der schönen Hansestadt Rostock oder bei Rostock aus Sarnitz. Ich bin André. Ja, ich bin auch schon Vereinsmitglied der ersten Stunde, auch Guide der ersten Stunde. Ich habe damals auch bei Dan sein Vorstellungsgespräch gehabt am Telefon und habe eigentlich jedes Jahr meine DARS-Ausfahrt angeboten. Das war dieses Jahr auch dann zum zweiten Mal. Und hatte das letzte Schuljahr, weil ich auch Lehrer bin, ja, ein Sabbatical eingereicht und habe gedacht, ich habe ein bisschen Zeit, was anderes zu machen. War eine lange Bikepacking-Tour gemacht, genau vor einem Jahr. War ich 14 Tage Bikepacking von Barcelona nach Rot gefahren, hatte dann in dem Jahr auch vor, meine erste Langdistanz zu finishen. Das hat leider, wenn man den Podcast verfolgt hat, nicht ganz funktioniert. Da hat irgendwie die Tagesform bzw. das Wetter dann so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich hatte wie jetzt Anfang des Jahres, so im Januar, so die Idee, ich hatte so ein bisschen ja mehr Zeit. Und neben Triathlon-Vorbereitung und anderen Sachen und Fahrradfahren habe ich so gedacht, eigentlich wäre es doch ganz cool, wenn wir den Verein noch ein bisschen nach vorne bringen mit einem eigenen Podcast. Und wie gesagt, Enjoy Your Bike habe ich ja auch schon immer konsumiert und zugehört und war Fan und fand halt natürlich, hat Enjoy Your Bike ganz viele Themen, die auf der Liste stehen. Da ist natürlich der Verein auch ein Teil, aber halt nur ein kleiner Teil, weil natürlich andere Themen da auch noch wichtig sind. Und da habe ich gedacht, ich will mich da mal reinfuchsen, wie funktioniert das Ganze? Und hatte gedacht, Annika kannte ich jetzt schon von zwei, drei Ausfahrten. Wir waren uns eigentlich, also ich zumindest konnte gleich sagen, wir waren uns eigentlich von der ersten Ausfahrt bei uns, wo wir uns in Rostock kennengelernt haben, gleich sympathisch. Und da habe ich gesagt, wäre vielleicht ein gutes Match. Annika kannte ich von der Mitgliederbetreuung ja sowieso aus Kampai schon. Und da habe ich gesagt, wollen wir das nicht einfach machen? Und ja, ich glaube, die erste Aufnahme war noch mit Henning, also weil Annika da gerade noch ein bisschen verhindert war. Das heißt, Premiere gab es mit Henning, als du jetzt einfach mal Try and Error gucken, ob das überhaupt funktioniert. Und noch ist die Folge drin und es ist auch unsere erste Folge, von dem her hat es wohl funktioniert. Und seitdem haben wir so ein paar Aufnahmen schon gemacht. Wir sind noch nicht im dreistelligen Bereich, aber wir klettern so langsam Richtung 50 Aufnahmen. Wir haben jetzt, glaube ich, 20 haben wir jetzt, nein, noch nicht ganz, 15, 16 sind wir, glaube ich, gerade. Und haben aber auch schon ein paar schöne Geschichten auch aus der Community vom ESE quasi dabei. Also Andreas Becker zum Beispiel aus dem Süden des Landes und auch von Schrammi, der jetzt gerade von Lübeck nach Österreich gezogen ist. Und so haben wir, glaube ich, ein tolles Format, womit wir auch unsere Vereinsausfahrten noch ein bisschen ausmalen können und vielleicht auch so ein bisschen Reichweite gewinnen können. Und in Zukunft sind noch viele Sachen geplant. Annika hat da noch ein paar Sachen in der Pipeline und ich auch, dass wir ein paar Gäste einladen, die vielleicht auch noch nicht im Verein sind, beziehungsweise auch andere Perspektiven auf den Sport, Radfahren und Spaß, Erlebnis mit sich bringen. Und ich denke, so haben wir ein gutes Setup und ein gutes Tri-Team oder ein Quartett jetzt hier zusammengestellt, was vielleicht den Verein ja die nächste Zeit weiterführen und nach vorne bringen kann. Genau, und wir stellen uns zur Wahl als dann am 24.11., das habe ich glaube, den Termin haben wir noch gar nicht genannt, 24.11., 16 Uhr, am Ort der Gründung, das ist die Jugendherberge in Hannover. Und nicht vorbeikommen, wenn ihr keine Vereinsmitglieder seid, ne? Nicht, dass jetzt hier so Enjoy Your Bike Podcast-Hörer vorbeikommen wollen und sagen, ach komm, mache ich mal mit. Theoretisch könntet ihr vorbeikommen, müsstet aber vorher eintreten in den Verein. Und ja, wir erwarten jetzt so eine kleine Mitgliederversammlung, hoffentlich so 30 bis 50 Leute. Viel mehr gibt der Raum auch nicht her, sonst müsste man stehen. Da erfolgt noch eine E-Mail mit einer Einladung. Und der vierte Vorstand, der werde ich bleiben sozusagen. Beziehungsweise hoffentlich wieder mitgewählt. Ich bin nicht so, und das ist so die Problematik, die ich tatsächlich in den letzten Wochen, Monaten hatte, dass ich mit Enjoy Your Bike und YouTube-Pipeline, die ich hier selber habe, den Podcast bei Enjoy Your Bike, die Filme bei Enjoy Your Bike und natürlich auch hier im Hintergrund als Geschäftsführer bei Enjoy Your Brands, da ist ja auch noch eine zweite Webseite und relativ viel zu tun, sodass ich nicht die Kraft hatte im Verein Volldampf aktiv zu sagen, ja, ich telefoniere mal mit den Guides und so weiter, biete vielleicht selber Fahrten an. Und das war halt dann alles relativ zu viel, muss ich ganz klar zugeben. Ich möchte aber gerne irgendwie an Bord bleiben. Und das war ja auch hier zu viert, oder hatten wir auch abgesprochen. Ich glaube, das ist auch für euch ganz cool, wenn Enjoy Your Bike in Form des Vorstandes damit beibleibt, weil ich doch diese Verbindung von Enjoy Your Bike und dem Verein ist mir doch wichtig.
Und da haben wir ja auch viele Ideen in der, für die Zukunft schon, um das wieder so ein bisschen, um da ein bisschen mehr zu machen, als wir vielleicht in den letzten Monaten gemacht haben. Und bin halt super dankbar, dass ich mit euch da ein Team im Hintergrund hatte schon und auch ein Team in der Zukunft habe. Und letztendlich ja vielleicht selber nicht mehr in der Verantwortung bin und dieses schlechte Gewissen habe, dass ich vielleicht nicht die Mitglieder betreuen kann. Und freue mich da so wirklich auf eine Zusammenarbeit und möchte als Enjoy Your Bike aber auch meinen Beitrag leisten in Zukunft weiterhin. Das ist mir auch ganz wichtig. Was wir auch super finden, wir hatten im Vorwege drüber gesprochen, dass ihr auch so die ganze Backend-Geschichte ja letztendlich auch, also die Organisation anteilig bei euch angesiedelt war und dann erstmal auch bleibt. Darf man ja auch nicht vergessen, dass da auch Administratives zu tun ist, wobei wir in Camper ja die ganzen Mitglieder drin haben. Da findet ja die zentrale Mitgliederverwaltung statt. Deswegen ist natürlich auch die Verbindung zur Kampagne-App eine ganz wichtige Geschichte, dass wir da nicht anfangen mit doppelter Buchführung. Klammer auf, wir sind ja keine GmbH, Klammer zu. Und auf der anderen Seite haben wir eine ganze Fülle von Ideen, was wir mit dem Verein oder wo wir sehen, dass wir den Verein weiterführen können, dass wir neue Themengebiete erschließen können, dass wir uns auch weiter ausbreiten können oder auch, ich sag mal, in Bundesländern, in denen jetzt momentan noch nicht so viel stattfindet, dass wir da stärker werden können. Und da ist natürlich auch das Thema Reichweite, die dann auch über Enjoy Your Bike natürlich gegeben ist, eine ganz wichtige Geschichte. Also wir wollen auf allen Kanälen Gutes verkünden. Und wenn du mit an Bord bist, dann ist es natürlich eine tolle Sache, gar keine Frage. Genau, das ist halt so, letztendlich will ich über diesen Podcast hier, unseren Enjoy Your Bike Podcast, immer mal wieder, dass wir drüber sprechen. Wir werden eine eigene Sendung direkt nach der Versammlung machen. Und gibt ja auch immer noch, also auch dieses Jahr ist ja ein Video von der Vereinsausfahrt online gegangen, auch in den letzten Jahren, dass wir da auch immer mal wieder mit einer Kamera mitfahren. Das ist natürlich auch immer Ziel. Und es ist halt schon so ein bisschen, ja, so ein Enjoy Your Bike Baby auch, der ganze Verein. Nichtsdestotrotz wird er jetzt erwachsen. Und das ist auch richtig, ja, das hat fast, ja, begeistert mich auch irgendwie so, oder war auch so nicht zu erwarten, dass das halt wirklich, also theoretisch komplett, ja, ist halt wie so ein eigenes Ding, was funktioniert, ne? Mit einer eigenen Dynamik, mit euch natürlich dahinter, aber auch mit den Guides und mit den Mitgliedern selber. Ja, dass das alles so funktioniert, ist krass eigentlich. Aus dem Nichts heraus und mit, wie gesagt, wir haben ja relativ langsam auch angefangen, überhaupt mal Ausfahrten anzubieten. Im ersten Jahr haben wir uns ja noch sehr zurückgehalten. Und jetzt ist das schon richtig groß geworden. Also schon krass. Also vielen, vielen Dank nochmal an eure Arbeit da im Hintergrund, weil, wie gesagt, maßgeblich beteiligt wart ihr da. Mit Andreas natürlich auch zusammen und natürlich auch mit den Guides zusammen. Also der Community-Gedanke, das ist ja das zentrale Element, weil es ist ja aus der Enjoy Your Bike Community entstanden, die über 70.000 Follower hat. Und von diesen über 70.000 Followern ist ungefähr 1% initial in den Verein gegangen, also auch in eine Community aus der Community. Das heißt, das sind, so sehen wir das zumindest, maßgeblich Leute, die eben genau dieser Typ Radfahrer sind, die gerne Radfahren, die viel Radfahren, die aber jetzt nicht die gewohnten Vereinsstrukturen haben möchten, sondern einfach sagen, ja, ich finde hier einfach ganz unkompliziert Gleichgesinnte. Und ja, vielleicht kann man sich einfach mal treffen, zusammenfahren, aber so Vereinsstrukturen strenger Art möchte ich eigentlich nicht. Bin ich selbst der Typ für. Ich habe lange Jahre in Anführungsstrichen Vereinsmeierei auch gehabt. Hat mich nie so richtig mitgenommen, weil da gibt es immer so ein bisschen Eigenleben. Das fand ich nicht so cool. Und deswegen sage ich, ja, ich bin Community-Mann und das begeistert mich einfach. Ja, und wir haben ja wirklich von Mitgliedern, egal was, ne, wir haben ja von Schnellen bis Langsam, bis Anfänger, bis Fortgeschrittene und so. Das ist schon krass, so ein Ding zu haben, was auf der einen, was so offen ist für alle und keinen diskriminiert, was ja auch wichtig ist, oder keiner sich irgendwie unwohl fühlen muss, weil er sich die, habe ich gerade so eine Erfahrung gemacht wieder, irgendwo in so einem Café, wo dann über nicht rasierte Beine gelästert wurde. Das gibt's halt, glaube ich, bei uns nicht. Und das ist halt irgendwie schön. Und das ist ja das, was Gravel auch ausmacht, aber auch nicht nur Gravel. Wir fahren auch Rennrad und der eine so, der andere so. Also das ist wirklich cool. Und
Sicherlich werden wir dann jetzt, das wollen wir jetzt nicht zu sehr ausdehnen, aber natürlich sind auch viele, viele Dinge in Zukunft geplant. Komoot-Kollektion, eine eigene Komoot-Webseite für den Verein und so alles, was so Sachen, die wir im Hintergrund haben. Viele Pläne, da reden wir dann, glaube ich, drüber, wenn wir hier gemeinsam auf den Sofas sitzen. Nochmal in Ruhe und ja, ganz wichtig, ich hoffe, dass alle, die jetzt schon Mitglied sind, da hinter uns stehen. Bin da sehr sicher, dass das passieren wird. Auch die vielleicht, die jetzt hier einfach so reinhören und sagen, ich höre den Enjoy Your Bike Podcast. Vielleicht fällt ja der ein oder andere noch, ja, hat Bock da mit teilzunehmen. Es tut finanziell nicht weh, es sind hohe Spenden auch gezahlt worden am Ende des Jahres. Ich glaube, wir hatten im letzten Jahr 8.000 Euro an World Bicycle Relief plus minus überwiesen. Also auch da, das, was übrig bleibt, wird nicht verprasst. Aber auch da haben wir natürlich auch Pläne, dass man dann mal sagen kann, okay, wenn wir jetzt finanziell ein gutes Polster haben, kann man da ja vielleicht auch wirklich mal eine Ausfahrt mit einem kleinen Sommerfest mal irgendwann planen. Also viele Sachen, die vielleicht bis jetzt noch nicht passiert sind, die wir immer als Idee schon im Hinterkopf hatten, werden da auch noch kommen. Und 24.11. ist die Hauptversammlung, also alle Mitglieder herzlich eingeladen. Ob wir da noch ein Rahmenprogramm machen können oder nicht, das entscheiden wir sehr spontan. Ob wir da eine Ausfahrt machen können oder nicht, würde ich sagen, wir gucken mal, was der Wetterbericht sagt für den Sonntag, ob man da vielleicht vormittags nochmal fahren kann oder nicht. Das besprechen wir dann oder geben wir dann auf jeden Fall im Nachhinein bekannt. Die Kanäle, die ihr nutzt, sind ja hauptsächlich Kampai und E-Mail. Ihr veröffentlicht ja mal, also so eine Einladung wahrscheinlich parallel, ne? Wer schreibt, meistens einer von Annika oder du schreibt die E-Mail, ne? Annika oder Henning. Die E-Mails, die kommen dann von mir. Da gibt es dann noch eine Einladungs-E-Mail, wo wir jetzt das ja auch nochmal verlinken, was wir jetzt gerade aufnehmen, für die jetzt gerade nicht zugehört haben. Und wir werden das in Kampai dann auch nochmal als Veranstaltung reinposten, denn wir müssen natürlich auch ein Feedback haben, welche Leute oder wie viele Leute dann am Ende, nicht welche primär, sondern wie viele, dann Lust haben, da teilzunehmen. Denn wie du ja schon gesagt hast, die Räumlichkeiten geben jetzt nicht her, dass 750 Leute kommen. Und ich denke auch, dass da ja nicht so viele Leute kommen müssen oder wollen. Weil, wie gesagt, es ist keine Ausfahrt. Es passiert im Prinzip nichts, außer dass wir halt den Jahresabschluss feststellen, uns zur Wahl stellen und natürlich dann auch gewählt werden müssten. Und dann ist es das ja auch schon. Also wird es natürlich dann da auch nochmal ein Tool geben, wo ihr zusagen könnt und oder auch absagen, damit wir wissen, wie viele Leute an dem Tag da in etwa zu erwarten sind. Genau, das ist wichtig. Und die E-Mail wird natürlich, da würden dann auch so diese ganzen rechtlichen Sachen, die man als Verein, ist man ja fast wie eine GmbH, muss man so ein paar Sachen noch machen. Auch an dem Abend müssen ein paar Sachen durchgekaut werden, wie ist der Verein zum Beispiel finanziell aufgestellt. Finanzen, das ist ja auch, deswegen ist es wahrscheinlich auch ganz gut, wenn ich als Vorstand damit an Bord bleibe. Die liegen ja bei Enjoy Your Brands letztendlich. Das heißt, wir benutzen unsere Ressourcen, was Buchhaltung angeht, parallel auch für den Verein. Was auch ganz praktisch ist, um da nicht zusätzliche Kosten noch zu generieren. Nichtsdestotrotz wird da auch eine Steuerberatung im Hintergrund das einmal diesen Abschluss machen. Das ist auch ganz wichtig. Weil das ist ja alles beim gemeinnützigen Verein. Jedes Mitglied darf alles wissen am Ende und jedes Mitglied darf vorbeikommen. Ihr könnt aber nicht wählen, ohne vorbeizukommen. Das wird nicht funktionieren. Man muss dann schon physisch vor Ort sein. Und ja, freue ich mich drauf. Freue mich natürlich auch drauf, da hoffentlich den einen oder anderen wiederzutreffen, den man schon kennt. Und ja, hoffe auf viel, viel Rückhalt, was euch als Team angeht. Und das ist schon cool mit den modernen Medien, dass man jetzt sich zumindest schon mal vor der Versammlung schon mal angucken kann, ja, wer ist denn das überhaupt? Wobei euch, glaube ich, auch viele schon persönlich kennen von den Ausfahrten. Genau, wobei wir ja auch nicht überall sind. Also außer Henning gefühlt, das ist ja fast bei jeder Ausfahrt dabei gewesen. Ja, also ich habe schon den Anspruch, dass ich auch jedem Guide mal irgendwie persönlich in die Augen gucken möchte. Und so werde ich auch zum Beispiel den Kollegen Hübni jetzt mal besuchen am nächsten Wochenende und mal gucken, wie man im Taunus Radfahren kann. Da war ich nämlich noch nie. Das ist ja der Nebeneffekt, dass man einfach
wie jedes Vereinsmitglied mal Regionen kennenlernt. Da waren wir noch nie. Ja. Sind denn jetzt noch Ausfahrten zum Rest des Jahres, die oder nimmt App das jetzt langsam wegen Wetter ab? Ja, wir haben jetzt noch zwei Stück, glaube ich, Annika. Ne? Wir haben einmal den Hübni, das ist am 12. und dann haben wir noch eine Ausfahrt. Wo ist sie nur? Wo ist sie? Weißt du das gerade, André? Ich müsste mal kurz auf die Website gucken. Nee, ich weiß nicht genau, wo die noch ist. Müsste auf der Website gucken. Wir Erlebnis.me, da ist es zu finden. Aber ich glaube, wir hatten sogar noch mehr. Wir hatten im Norden Berlin ist glaube ich noch gewesen, weil an hier ja. im Tore. Ja, genau. Tore das hat ist, noch was. Ich wusste, das ist genau die richtig. Ja. Erlebnis.me, die Webseite auf jeden Fall mal angucken. Da könnt ihr euch auch als Mitglied registrieren, anmelden oder einfach ein bisschen rumscrollen. Und ich meine, die Komoot-Strecken sind da auch alle öffentlich verlinkt. Ne? Kann man sich auch mal angucken, was wie gefahren wurde oder. Das ist momentan maßgeblich intern. Was bei Zeiten gemacht wird, ist, wenn man unter gefahrene Ausfahrten geht. Das sind jetzt 29 Stück, die da zurzeit liegen. Dann ist es gelegentlich so, dass da auch der Link dann von der gefahrenen Tour hinterliegt. Auch da müssen wir noch ein bisschen mehr Struktur und Verbindlichkeit reinbringen, weil das wollen wir dann auch gleich haben. Also es macht sicherlich Sinn, dann zu sagen, im Nachhinein werden die Touren, die gefahrenen Touren, da dann auch verlinkt. Gut, dann hoffe ich, dass der ein oder andere sich jetzt eingeladen fühlt, da vorbeizukommen von den Mitgliedern. Der ein oder andere sich vielleicht eingeladen fühlt, einfach mal vielleicht Mitglied zu werden und oder sich zumindest mal durchzuscrollen, was hier so alles passiert. Ganz besonders ans verlinke ich unten auch, ans Herz legen möchte ich euch auch mal die Fotogalerie, weil da sieht man, hat man dann, glaube ich, auch einen schönen Eindruck von dem, was so schon passiert ist. Und ja, freue mich, dass es mit so einem starken Team im Hintergrund weitergeht, weil das war immer so ein bisschen die Unsicherheit bei mir persönlich und wo ich dachte, okay, ich kann gar nicht volle Kraft geben. Und wenn man dann so ein gemeinsames Dreier-, Vierer-Team ist, plus die ganzen Guides und so, dann glaube ich, wird das Ganze noch viel dynamischer und freue mich auf die Zukunft, auf die ganzen Dinge, die noch geplant sind. Mecklenburgische Seenrunde teaser ich hier schon mal an, habe ich auch im letzten Podcast schon angeteasert. Da wird es was geben, eine kleine Kooperation zwischen dem Verein und auch der Veranstalter wird hier bei Enjoy Your Bike auch mal im Podcast sein. Und ja, abonniert den Kanal von, also den Podcast von euch, der ist ohne Video, deswegen einfach bei Apple Podcasts und so weiter einfach mal nach Erlebnis statt Ergebnis Podcast suchen, dann findet ihr das. Sind schöne Reiseberichte drin, kann man sich anhören und ja, schöne Grüße an euch, schöne Grüße auch an Annika, die ist jetzt nicht mehr sichtbar, sie hat nur kurz gechattet, dass sie ein bisschen Tonprobleme hat, aber ich glaube, wir haben alles, ich würde dann damit die Sendung schließen, danke an euch und ja, vielleicht dann bis zum 24. persönlich bei uns hier in Hannover. Tschüss. Ciao, ciao.